Servus und herzlich willkommen. Ja, jetzt ziehen wir es durch. Das Video geht live. Wird nicht geschnitten. Okay. Wird nicht geschnitten. Zum zweiten Video. Das erste war hier das Hochbeet, wo auf Nikos Channel ist. Yes, YouTuber-Kollege vom Kilian, zufällig im gleichen Dorf lebend. Wir haben uns kennengelernt. Du hast irgendwie bist du auf mich gekommen, oder? Ich habe dich gefunden, ja, tatsächlich. Und dann habe ich einfach mal angeklopft und Servus Nico, ich kenne dich, du kennst mich nicht. Jetzt kennen wir uns beide und habe viele Sachen gelernt. Also wirklich in dem Video, wenn ihr dabei bleibt, die geilsten Handwerker-Tipps wirklich in den letzten zwei Jahren, glaube ich, das in dem, bei dem Projekt von dir gelernt. Ja, also erster Teil, Hochbeet gebaut. Aber da machen wir auf meinem Kanal ist da ein kleines Video drüber. In dem Teil hier eine geile Palettencouch und erzähl noch ganz kurz, was hast du hier in der Hand? Wir haben hier noch ein Disinfection Ball von den Höfner Brüdern. Das haben die zwei Jungs sich ausgedacht, als Corona gekommen ist. Sagten die, was machen wir gegen Corona? Ein Ball mit einem Ventil, wenn man jetzt da drauf drückt, kommt Desinfektionsmittel raus. Dazu gibt es eine Refill Station, wo man den Ball draufsteckt und wieder auffüllen kann. Und bam. Er ist magnetisch. Es gibt dazu ein kurzes Bändel, ein langes Bändel. Falls du im Hals tragen willst. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber. Nein, geiles Ding auf jeden Fall. Eine coole Aktion von den zwei Jungs, finde ich, da irgendwie so aktiv zu werden. Deswegen, ich glaube, unter meinem Video haben wir ein kleines Gewinnspiel laufen. Unter deinem Video, ja. Genau. Also, wenn ihr so einen Ball gewinnen wollt, schaut auf meinem Blog vorbei, auf meinem Kanal vorbei. Da verlosen wir das Ganze. Und jetzt würde ich sagen, wenn ihr Lust habt, so eine geile Couch-Lounge selber zu bauen, wie wir das gemacht haben, bleibt beim Video dran. So, genau, der erste Step war, die Paletten erstmal zu schleifen. Was sagst du vom Papier her? Erstmal mit dem 80er oder mit was? Genau, ich bin mit 80er drangegangen, um einmal das Größte wegzukriegen. Und dann gleich mit dem Handhobel noch ein bisschen die Kanten gefasst. Wenn man jetzt die ganze Zeit die Paletten anfasst, dass man sich keinen Sprüssel holt. Und dann einfach mal stellen, gucken, dass halt die Kissen gut passen. Verlinkt man unter dem Video wahrscheinlich wieder, oder? Machen wir einen Link rein. Die sind nämlich echt gut, machen einen guten Eindruck, sehen schick aus. Ja, und dann einfach genau anpassen, indem man sie drauflegt. Finde ich immer einen ganz guten Trick. Braucht man nicht so wahnsinnig viel mit Zollstock rumhantieren. Drauflegen, gucken, dass alles passt. Und klar, Paletten sind halt krumm und schräg, das alles auszugleichen. Ja, das haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir da dann viel nachsägen müssen. Genau, die eine Palette muss man in der Länge nachsägen, die andere konnten wir am Stück lassen. Da wichtig vielleicht darauf zu achten mit Nägeln und was halt auch alles drin ist, dass man sich jetzt die Sägeblätter nicht komplett zerfatzt. Also da hängt ja schon viel Zeug in so Paletten drin. Genau, und hier mit meinem Lieblingswinkelschrauber habe ich die Paletten miteinander verschraubt. Da hat es dann geregnet, deswegen bin ich in die Garage rein oder wir. Sonst wären wir auf der Terrasse geblieben und haben uns auf dem Boden dann den rechten Winkel angezeichnet, haben die Paletten draufgestellt und das war nächstes Mal, warte mal, glaube ich, bis es besser ist. Also das hin und her zu tragen und zu schleppen. Und dann hat es am Schluss doch nicht so ganz perfekt gepasst. Aber ja, so lernt man halt, ne? Angefangen haben wir jetzt mit der Rückenlehne hinten. Ja. Und da muss man halt dann nochmal nachsägen, als es dann fertig war. Ich habe gedacht, ich spare Zeit, indem ich Paletten benutze, aber die sind so krumm und schief und passen nicht aufeinander. Wäre es am Ende, glaube ich, schneller gewesen, einfach eine normale eigene Unterkonstruktion zu machen. Aber jetzt muss ich es halt richten, dass es einigermaßen gerade wird. Mir ist ja immer das Recycling von Materialien ganz wichtig. Die Bretter, das waren die Abfälle von meinem Tisch, wo ich im Keller letztens gebaut habe. Den Link findet ihr hier oben. Wenn ihr sehen wollt, wie man einen geilen Tisch bzw. einen Werkbank bauen wollt. Auf jeden Fall, die säge ich jetzt runter, dass es 4 auf 6er sind. Und damit kann ich dann hinten die Unterkonstruktion machen für die Lehne. Aber ich habe das nagelneue Sägeblatt drauf auf meiner Säge. Und da vorne war Metall drin, so ein Streifen. Habe ich nicht gesehen, voll durch. Also immer aufpassen mit dem recycelten Zeug. Genau, wichtig hier wieder das Vorbohren, dass es nicht ausreißt und einfach gut jetzt zieht. Was war das nochmal, Nico, da? Ja, Unterkonstruktion halt von einem Eckstück. Da haben wir keine Palette drunter gehabt. Musste man selber was bauen. Im Endeffekt kann man sagen, wahrscheinlich wäre es sogar einfacher gewesen, wenn wir alles selber als Unterkonstruktion gebaut hätten und nicht auf die Paletten zurückgegriffen hätten.
Für die Rückenlehne habe ich mir ein Brett genommen, hatte mir das erst hingestellt und dann geguckt von der Neigung her, was passt. Habe ungefähr auch die Höhe gleich angezeichnet. Dann habe ich es miteinander verbunden und hat sozusagen hier die Schablone drauf. Aber man sieht es ganz leicht. Und dann bin ich an die Kappsäge gegangen, habe die Hölzer draufgelegt, den Winkel jeweils angezeichnet, den Winkel eingestellt an der Kappsäge. Und dann konnte man hier alle ganzen Lehnen zusammen produzieren. Und somit ist es jetzt ziemlich akkurat geworden. Unten runter kommen jetzt so Hartschaum-Dinger. Einfach um den Belag ein bisschen auszugleichen von der Terrasse, weil der ist ja nicht ganz eben. Eigentlich wollte ich Bautenschutzmatte nehmen, aber hatte ich nicht. Das hatte ich noch rumfahren. Also irgendwas halt ein bisschen weich ist und nachgibt, kleppert es auch nicht. Die schraube ich jetzt mit einer Schraube einfach und einer U-Scheibe fest. Da haben wir jetzt die Paletten wieder rumgetragen, hat es aufgehört mit Regnen, haben die miteinander verschraubt. Die ganze Konstruktion, jetzt ging es los, unten den Metallsockel anzupassen. Das kann man gerade mit der Flex wieder durchsägen. Wenn ihr wissen wollt, wie man das verrosten lässt, ich habe ein Video, da habe ich eine Pinnwand gebaut, da zeige ich das ganz genau. Finde ich so geil, wirklich Pinnwand, das ganze Rosten lassen, finde ich mega. Und was ich hier wichtig finde, ist, dass man halt das Blech nicht komplett festzieht, sonst verbiegt sich das halt oder kann sich halt schnell verdrehen. So auf jeden Fall, das hat man erst zu fest und es ist jetzt praktisch nur dran gehängt an den Schrauben. Ja. Ne? Es klappert so ein bisschen, wenn man gegen kickt, aber... Ja, was man, wenn sich jemand auf die Couch setzt. Naja, aber finde ich, das mit dem Rosten lassen, finde ich so eine geile Sache einfach. Das gibt dem Ganzen sofort einen Hammer-Used-Look. Passt geil zu dem Palettenzeug, passt geil zu der Einölung, finde ich. Also das gibt optisch auf jeden Fall absolut was her. Ja, und dann halt als Verblende diese großen Bretter von der alten Scheune oder sowas war das, ne? Genau, vom Kolleg, der hat die Scheune abgerissen. Naja, finde ich mega schön. Mir gefällt das auch mit den Löchern, die da so drin sind, Wurmlöcher oder sonst was, finde das sehr, sehr geil. Und halt hier auch wieder so anlegen, dass man es abzeichnen kann. Braucht man gar nicht so wahnsinnig viel zu messen eigentlich, sondern nicht hinlegen, anzeichnen. Genau. Ja, und dann sieht man halt. Hier war es ein bisschen geschüsselt und da habe ich jetzt, oder wir haben den Entlastungsschnitt reingemacht. Zwei Stück, weil es einfach so hart geschüsselt war. Also fast durchsägen bis so auf 3-4 Millimeter. Und jetzt hat man gerade eben gesehen, es war gerade hinterher. Ja, geile Sache. Ich habe das überhaupt gar nicht gekannt. Hat mir Kilian dann gezeigt. Mega, kannst du jedes krumme Brett halt irgendwie wieder gerade machen. Also finde ich geile Sache. So, ja, habe ich auf jeden Fall mal was gelernt. Das war sehr cool. Und auch hier nicht messen, einfach hinheben. Die eine Seite anpassen, danach die andere. Wesentlich effektiver. Und hier sieht man auch wieder schön die Meterbreite anreißen, absägen, wenn es passt. Ja, also kannst du eigentlich überall perfekt, anstatt irgendwelche komischen Winkel anzulegen oder sonst irgendwas. Hier haben wir eine Schlagschnur, ganz cooles Tool, die ist in Kreide getränkt, zieht man auf Spannung, lässt es einmal schnäppern und dann hat man einen farbigen Strich, der ist ganz gerade, kann man langsägen. Und kommt in jedem Fall auch in die Videobeschreibung, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Tool des Monats. Ja, auf jeden Fall. Nee, Hammer. Ja, und dann einfach hier auch wieder einfach festschrauben. Da wichtig auch, finde ich das mit der Schräge nochmal vielleicht zu sagen, haben wir auch beim Hochbeet, was wir auf meinem Kanal dann haben, damit das alles so passt. Einfach die Sachen, die so, wo halt Regen stehen bleiben könnte oder Wasser stehen bleiben könnte, dass man es ein bisschen anschrägt, damit das schön abläuft, damit da nichts fault. Ja, dann hat man auch möglichst lange was davon. Genau, hier wieder das Anpassen mit dem Meter. Einfach langziehen, man muss die breiteste, den größten Abstand messen und dann die Anzahl an Meterplättchen ungefähr langziehen, absägen und dann passt es. Hier auch oben den Abstand gemessen, unten angetragen und es war vorgezeichnet erstmal, jetzt passt es noch nicht ganz und dann wieder nachgegangen und jetzt passt es perfekt. Ja, ist schon gut, wenn man so ein paar Tricks hat, finde ich, also sonst könnte man da Ewigkeiten dran rummachen und immer ausbessern, aber wenn man so ein paar Hand... Trip-Ticks hat und so. Genau. Das war ganz gut. Da haben wir es nochmal geschliffen und jetzt zuletzt dann gestrichen. Hier habe ich zwei verschiedene Öls ausprobiert. Einmal Leinöl und dann das Overtroll Oil. Warum auch immer, gell? Du bist untreu geworden unserem Leinöl. Ja, fremdgegangen. Ja. Aber ich komme wieder zurück, weil es war der gleiche Look und Overtroll Oil kostet eindeutig mehr.
Nee, aber sonst immer Leinöl nehmen. Also das ist für mich auch absolute Lieblingsöl. Ja. Das war's mit unseren Tipps und Tricks zu der Sitzecke. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, handwerklich, und wurdet so auch ganz gut unterhalten. Ja, aber auf jeden Fall witzige Sache. Ich habe wirklich, also muss ich sagen, habe ich ganz am Anfang gesagt, diese zwei Tipps da mit dieser einen Kreideschnur und mit dem Ansägen von dem krummen Holz. Hammer-Tipps, die man so auch nicht so schnell auf YouTube findet. Also finde ich eine richtig geile Sache. Und ich bin mir sicher, du schneidest jetzt noch ein paar geile Bilder drunter, wie das hier beleuchtet ist. Weil es wird noch einen dritten Teil geben. Genau. Wir haben hier nämlich noch einen richtig geilen LED-Stripe drunter gepackt, den man jetzt leider kaum sieht. Hier unter dem Blech, also das Blech ist beleuchtet, man sieht es jetzt an meiner Hand vielleicht eventuell ein bisschen. Und wie wir das zusammen verlötet haben, gerade an den Ecken, war nicht so easy. Wir haben einen Lichtschalter eingebaut, von drinnen kommt der Strom. Bleibt dran, bis zum nächsten Video. Bis dahin, alles Gute.